Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mod-Vorstellung. Heute habe ich für euch den John Deere, das John Deere Pack 4755, 4955. Das Ganze kommt von AAA Modding. Also haben die guten Jungs hier mal was Neues sozusagen überlegt. Ist ein mittelgroßer Traktor, ist ein Pack mit mittelgroßen Traktoren in der Version 1, knapp 50 MB groß und für alle Plattformen erhältlich. Die EU- und US-Versionen sind mit separaten Rädern und Lichtern ausgestattet. Diese vier Traktoren, die gibt's. 4755 US, EU und das Ganze nochmal als Zweirad-Variante. Prinzipiell haben wir erstmal überall 190 PS, 175 Liter, 35 kmh. Das ist soweit erstmal der Standardpreis, Standarddaten plus 99,5 für die Allradler, 93,5 für die zwei Vorderradler. Sagen wir es mal so. So, einmal, was wir jetzt bei den US-Versionen anpassen können, ist einmal, wir können die Konfiguration Standard oder 1000 Kilo Frontgewicht verleihen. Wir können hier oben eine Rundumleuchte ranmachen, ne? Also da. So, wir können hinten Kugelkopf ranmachen, eine Fronthydraulik plus beides. Dann können wir die Motorausführung ändern von 745 auf 945, das heißt auf 228 PS. Wir können den Frontlader anbauen, wir können Radgewichte und Zwillingsbereifung hinten machen. Bei den US-Varianten bzw. bei der Allrad-US-Variante. Bei der deutschen gibt es erstmal hier dasselbe, dann haben wir Reifenhersteller, Trelleborg haben wir Standard- und Zwillingsbereifung hinten und Michelin haben wir Standard- und Zwillingsbereifung hinten. Und Umleuchten, Anhängerkupplung, Motorausführung, Frontlader-Anbau wieder dasselbe. Hier einmal wieder, wie es bei dem anderen US war und hier wieder, wie es bei dem anderen EU war. Soweit, so klar. Haben wir das Ganze einmal hier für euch. Wir haben hier John Deere stehen, das sieht top aus. Wir haben hier natürlich diese bisschen eigenartige Front, die sieht aber so etwas sehr schön aus. Wir haben hier die, ja, die Aufschrift, die sieht soweit auch ziemlich gut aus, ne? Also nur ganz kleine bisschen Unschärfe, aber sonst sieht es wirklich top aus. Wir haben einen modellierten Motor, das sieht auch gut aus. Wir haben hier die Trittstufen, wir haben, also das ist das US-Modell, ne? Da haben wir hier die Radstumme oder die Verbindung sozusagen. Wir haben überall Warndreieck hinten dran. Hier haben wir einmal diesen Kugelkopf, der sieht auch soweit gut aus. Wir haben hier die Zwillingsbereifung einmal. Wir haben einen Frontladeranbau bei dem jetzt. Ich habe jetzt hier mal das Frontgewicht dran gemacht. Und hier einmal die Hydraulik, die sieht auch soweit gut aus. Ne? Also da gibt es erstmal keine Probleme. Wenn wir einmal reingehen, seht ihr schon, geht die Tür auf und Tür wieder zu. Das ist eine schöne Sache. Und wenn wir aussteigen, kommen wir hier genau neben der Fahrertür auf. Das finde ich schon eine sehr tolle Sache. Auf, zu. Innenbereich sieht wirklich 1A aus. Da gibt es überhaupt nichts. Also das ist meiner Meinung nach einer der Traktoren mit dem schönsten Innenraum überhaupt im LS19, weil ihr seht wirklich, dass hier ist alles hochauflösend. Wir haben ja alles in einer guten Qualität. Das sieht soweit wirklich top aus. Einmal F1 sehen wir, haben soweit keine weiteren Möglichkeiten mit der Maus oder sonst was. Hupe, einmal schon mal vorne weg und jetzt noch der Sound. Also der Sound, der ist soweit in Ordnung, der passt für mich, also ich finde wirklich, der klingt gut. Das habe ich jetzt erstmal nichts zu beanstanden. Hier drin, ihr seht das Lüfterrad hier, das bewegt sich hier drin im Motor, also das ist schon mal ein bisschen animiert. Wenn wir jetzt hier sehen, seht ihr, der hat zwar die Hände nicht dran, aber wird trotzdem hier geschaltet.
Der Hände sind nämlich weiterhin am Lenkrad, unten mit dem Fuß wird gearbeitet, ne? Also ihr seht hier, das wird zurück. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, was genau der linke Hebel da macht. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Aber sonst eine Bremse wird gedrückt, Rückwärtsgang wird eingelegt, Vorwärtsgang wird eingelegt. Das sieht soweit wirklich top aus. Wir haben hier unten eine Animation von Geschwindigkeit her, das passt auch übereinander. Wenn wir nicht unbedingt gegen Schilder fahren. Das ist natürlich in Meilen, das ist die US-Version, deswegen ist das hier unten in Meilen angegeben. Wenn man jetzt einmal, das ist mir jetzt gar nicht so richtig aufgefallen. Beziehungsweise gar nicht. Ich finde auch interessant. Klar, das ist nicht Meilen, das hier unten sind natürlich die Umdrehungen. Unten rechts werden die Meilen angezeigt. Und die werden wirklich auch als Meilen angezeigt. Ja, also ich kann es jetzt nicht genau erkennen, aber da steht wahrscheinlich 25 oder sowas. Das sieht soweit auch gut aus. Da gibt es überhaupt nichts. Wenn wir jetzt mal in die Nacht, in unsere schöne Nacht uns reinleuchten sehen wir, wir haben Licht, wir haben hier vorne den schönen Balken, wir haben vorne nochmal Fernlicht, dann haben wir hier vorne noch die Leuchten am Fahrerhaus, in den Kotflügeln vorne und hinten und oben am Dach. Und wir haben die Begrenzungsleuchten bzw. die Leuchten, die direkt hier am Reifen sind bei den Armeefahrzeugen und hinten. Dann haben wir Blinker, die habt ihr gerade eben schon mal gesehen, weil ich sie ausnahmsweise angemacht habe. Rot. Warum? Fragt mich nicht. Wir haben eine Position 1. Das reflektiert jetzt alles. Ich jage einmal ganz schnell hier vor. Aus dem einfachen Grund, weil wir vielleicht gerade gesehen haben, hier hat er den Blinker nämlich oben. Ne? Also bei der amerikanischen Variante ist der Blinker oben. Links, rechts und auch beide. Das passt soweit ebenfalls. So, dann haben wir ja noch ein Fahrzeug hier. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Und zwar vorne einmal ein Gewicht und einmal hinten ein Gewicht. In Randy-Style. So wie sich das gehört. Ach klar, vorne ein Gewicht vor allem. Ich habe natürlich jetzt hier keinen vorne mit einer Aufnahme, aber ich kann euch, denke ich mal, ziemlich sicher versichern, dass das auch passt soweit. Hinten hängt er super drin. Wenn wir jetzt einmal senken, der geht er super mit. Also in allem und allem, in ein und allem, ist das wirklich ein 1A-Traktor. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, gut, wir sind von AAA-Modding gewohnt, dass wir sehr, sehr gute DDR-Technik präsentiert bekommen. Lokfehlerfreie, alles Mögliche. Aber sie können es auch mit US-Traktor, beziehungsweise mit John Deere. Und das erfreut mich schon ziemlich sehr, weil das ist wirklich ein Top-Traktor. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Vielleicht hier noch ein kleines bisschen die Unschärfe an den Diegels beseitigen. Aber ansonsten ist das wirklich ein 1A-Traktor, der auch wirklich zu Recht im Modhub drin ist. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr findet die Bewertung, den Download-Link in der Videobeschreibung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.